Hilflos und allein. Eine junge Frau liegt auf der Straße. Doch wer hilft? Und wer geht einfach vorbei? Diese Bilder sind nicht echt. Die Situation auf der Straße fingiert. Der Lockvogel markiert eine Ohnmachtsattacke in einer ruhigen Wohngegend. Die Menschen sehen Pia, schauen und gehen doch weiter. Warum helfen die Passanten nicht, wenn sie eine hilflose Frau am Boden sehen? Zum Schutz ihrer Persönlichkeit haben wir diese Passanten unkenntlich gemacht. Ich habe davon keine Ahnung, ne? Was soll ich da machen? Ich habe schon alles Mögliche erlebt, ja. Ja. Ja, da waren die besoffen und dann waren die noch aggressiv. Aggressiv? Eher nicht. Aber was wäre gewesen, wenn Pia wirklich Hilfe gebraucht hätte? Fast eine halbe Stunde muss unser Lockvogel warten, bis der erste Passant helfen möchte. Ja, ich habe halt schon gesehen, dass sie so ein bisschen Gleichgewichtsstörungen hatte. Und dann hat sie sich ja auf den Boden gesetzt. Und dann dachte ich, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ansprechen, rütteln, testen, ob sie noch atmet. Sofortmaßnahmen, Krankenwagen, fertig. Ganz einfach. Das ist für mich ganz normal zu helfen. Ja, Zivilcourage, ne? Also was heißt Zivilcourage? Person nicht am Boden, wenn ich irgendwann mal am Boden liege, aus welchen Gründen auch immer, würde ich auch gerne, dass mir jemand hilft. Ich konnte nicht einsehen, dass mir jemand gerade irgendwie hilft oder schon jemand gerufen worden ist, deswegen habe ich eingegriffen. Dieser Test beweist, so selbstverständlich ist diese Hilfe nicht. Vor allem Lockvogel Pia macht die Untätigkeit der meisten Passanten Angst. Ich habe halt gemerkt, dass Leute um mich herumgegangen sind oder dass Leute vorbeigegangen sind. Aber ich habe mich halt auch so gefragt, so, ja, helft ihr mir jetzt? Oder, weil wenn ich wirklich in der Situation gewesen wäre, dann hätte ich mir halt schon gewünscht, dass man mir hilft. Und also es war ja manchmal so, dass ich minutenlang dann da einfach lag. Und also wäre ich jetzt wirklich bewusstlos, wer weiß, was dann passiert wäre. Thorsten Müller, ärztlicher Leiter beim Rettungsdienst in Kassel, hätte sich in diesem Fall ein beherztes Eingreifen aller Passanten gewünscht. Schön und wünschenswert wäre natürlich, wenn man eine bewusstlose Person findet, dass man sie erstmal anspricht, um zu gucken, ist sie denn bewusstlos oder ist sie schlafend. Schlafen müsste man ja nur erwecken. Und wenn medizinische Hilfe aber erforderlich sei, weil sie doch bewusstlos ist, dann wäre das nächste der Notruf, den man absetzen müsste, um professionelle Hilfe zu holen. Und dann wäre es schön, wenn man sich noch weiter um die betroffene Person kümmert, bis der Rettungsdienst dann vor Ort ist und auch guckt, ob sie denn atmet, ob sie ausreichend atmet und sollte sie dann nicht atmen, natürlich dann auch mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnt. Wir wiederholen unseren Test in der Kasseler Innenstadt an einem belebten Platz. Zwar bekommt Pia hier schon nach 3 Minuten Hilfe, trotzdem gehen auch hier viele Passanten einfach an ihr vorbei. Wir fragen nach den Gründen. Die erste Hilfe ist zu lange her und da hat man Angst, was falsch zu machen. Dabei ist die Angst bei der ersten Hilfe unbegründet, sagt Thorsten Müller. Man kann eigentlich nichts falsch machen, es sei denn, man lässt die hilflose Person einfach liegen und geht weiter. Man ist verpflichtet, Hilfe zu leisten, wobei man natürlich das alles im Rahmen seiner Möglichkeiten machen muss. Und da gehört das ja auch zu, was man sich so zutraut. Was jedem aber zuzubilligen ist, ist auf jeden Fall den Notruf. Und was wünschenswert wäre, sozusagen auch das Ansprechen der Person. Wer sich aus welchen Gründen auch immer nicht traut, auf die hilflose Person zuzugehen, sollte wenigstens den Notruf absetzen. Erste Hilfe sollte für uns alle eine Herzensangelegenheit sein, denn im Zweifel können wir alle beim nächsten Mal selbst auf Hilfe angewiesen sein.